Ja, hallihallo und willkommen zurück zu COH2 und meinem beliebten 1 gegen 1 Setup Amis gegen Wehrmacht. Das Spiel hier heute mal wieder willkürlich rausgegriffen bei Code2.org. Porygon gegen unaussprechlich Nummer XY. Keine Ahnung, wie viele unaussprechliche Leute wir jetzt schon in diesen Replays hatten. Gucken wir mal zuerst auf die Commander, würde ich sagen. Luftunterstützung sieht man sehr selten. Zumindest im Einsatz. Früher mal im 2 gegen 2 recht oft. Mittlerweile ist das immer noch eine recht gute 2 gegen 2 Doktrin. Aber im 1 gegen 1, naja, mal sehen. Das darf natürlich nicht viel mechanisierter Sturm. Hat jetzt wieder Aufwind. Und der Puma ist durchaus auch eine sehr gute Option gegen die Amerikaner. Also ich denke mal, hier steckt eher der Gedanke dahinter, mechanisierter Sturm und Verteidigungsdoktrin gegen die Amis und gegen die Russen, dann Luftunterstützungsdoktrin, obwohl die natürlich eigentlich auch, wie ich finde, für beide Fraktionen, also gegen beide Fraktionen, sehr gut einzusetzen ist, weil beide sehr viel Infanterie spammen am Anfang oder auch eigentlich das ganze Spiel über, und da ist eigentlich diese Doktrin mit sehr, sehr viel Flugzeugen natürlich ein sehr willkommenes Mittel. Gehen wir mal rüber. Es gibt zwar noch nicht so viele Ami-Commanders, aber ich denke, hier sind. Oh, hier sehen wir nur doch neue Commander. Also, Aufklärungsunterstützung. Recht interessant, der Greyhound ist hier, denke ich mal, Schlüsselpunkt Nummer 1. Hier natürlich der Easy 8. Ja, besonders gegen Wehrmacht sollte man den. Ja gut, okay, ist eigentlich egal. Ich meine, die Deutschen bringen sowieso starke Fahrzeuge, das ist egal, gegen wen man die einsetzt. Und das ist natürlich auch eine richtig coole Sache hier, Militärlastwagen. Ich finde den Rest allerdings recht durchschnittlich, deswegen nehme ich diese Doktrin oft nicht. Das Schöne hier ist, man kann ein Fahrzeug, das man nicht mehr braucht, einfach vom Feld rufen, aber ich meine, wann passiert das schon mal? Im Normalfall baut man doch eh nur die Sachen, die man auch wirklich braucht. Der Rest wäre reinste Munitionsverschwendung oder Spritverschwendung. Also wenn ich mich hier mal vertan habe, dann kann ich ein Fahrzeug zurückziehen. Okay, kommt aber so gut wie selten vor. Halbketten. Angriffstrupp ist auch nicht das, was es unbedingt sein könnte, ist so ein bisschen wie dieses Ding, was sie und Dings hier hat, diese mechanisierte Sturm mit dem P-Grenz in diesem Sonderkraftfahrzeug. Naja, schauen wir mal. Und ich würde sagen, dann lassen wir es mal loslaufen hier. Ja. Ah ja, sehr schön. Okay. Pioniere sind fertig. Wir sehen mal, was etwas nicht so häufig vorkommt. Das ist natürlich auch sehr schön, dass wir mal was haben, was nicht so oft gezeigt wird. Luftwaffe Unterstützung oder wie das heißt. Waffenunterstützung, ja. Luftnahunterstützung. Weiter geht's. Okay, eine interessante Capping Order. Ich weiß auch nicht, warum der hier so weit vorläuft. Was ist das denn hier? Das ganze Zeit am Klicken. Interessante Capping Order, nicht mein Favorit. Aber wie er das gemacht hat, dass er hier den Einzelnen so weit nach vorn gezogen hat die ganze Zeit, ist der so nach vorn, das ist auch interessant. Okay, hier das Stacheldrahtgeziehe. An den markanten Deckungsstellen. Nimmt immer sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also ist nicht das, was ich unbedingt mache im 1 gegen 1, weil es einfach viel zu viel Capping-Zeit kostet. Der Punkt hier ist schon längst gecappt. Da sind die noch am Stacheldraht bauen. Und auch hier oben muss man eigentlich bis zu dem Punkt, wo man hier oben den Sprit gekappt hat, eigentlich nicht so wirklich Feindkontakt erwarten. Deswegen nehme ich das immer gern mit den Pionieren ein. Und auch hier steht der erste Sanadier wieder so weit vorne. Okay, zweiter Grenn. Was haben wir hier? Natürlich Schützen. Was sonst? Stacheldrahtzaun errichtet. Gibt ja nichts anderes. Im Moment. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann noch eine Doktrin mit irgendeiner anderen Anfangseinheit oder so. So wie die Sturmgrenadiere. Oder die Panzerfusiliere oder sowas. Obwohl die natürlich erst später kommen. Ja, das wird jetzt hier schon schlecht wegen dem einen Fenster hier.
Zum Gucken ist es ganz gut, aber zum Schießen ist die Kirche hier eher weniger geeignet. Zumindest nicht hier auf diese Richtung Gegnerseite. Hier wird hier von den Schützen völlig zusammengeschossen, weil da oben nur ein Fenster ist. Dritter Grenadier. Ich denke, ich werde mich für meine Replays auch mal nach Mods umgucken, wo man mehr als nur eine Seite der Fraktion sehen kann. Also dass ich hier quasi nochmal so eine andere Übersicht habe oder so. Ich habe das ja mal gesehen, dass es sowas gibt. Englischer Streamer macht das zum Beispiel so. Cast, Entschuldigung. Halt hier dann immer noch, oder hier unten, ich weiß nicht, dann die feindlichen Einheiten im Überblick. Das ist auch nicht schlecht. Er ist hier völlig am Verdrahten. Ob das jetzt was bringt? Ich meine, jetzt ist er von der Seite durchgekommen, also... Ja, gut. Und schon sitzt er am Cut auf das, was eigentlich auf gar keinen Fall passieren soll. Das Allerschlimmste, was hätte passieren können, dass er da am Cut-off sitzt. Naja, gut. Und jetzt geht er noch mit den angeschlagenen Truppen. Die muss er in 2 Minuten, ein paar Sekunden eh wieder zurückziehen hier. Ah, die sind schon recht gut runtergeschossen hier, die Schützen. Muss er aufpassen. Oh, das hier ist auch recht, naja. Was kann? Das MG, okay. Oh ja, jetzt wäre er schneller im Haus, ist die Frage. Der Army. Ja, ungünstig. Das MG würde ich jetzt hier mal mit runterziehen. Wir verlieren einen Sektor. Dadurch, dass die ganze Zeit hier hin und her laufen sind, wird nicht wirklich Schaden ausgeteilt, aber man sieht trotzdem hier, die Grenadiere werden trotzdem in Grund und Boden geschossen. Und hier werden die geflankiert. Spätestens jetzt wäre hier ein Retreat angebracht. Aber in dem Fall ist es wohl besser, wenn noch ein Mann stirbt, weil der hier komplett nur mit dem Leben runtergeschossen wird. Das ist echt das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, dass nur das Leben runtergeschossen wird, zumindest am Anfang des Spiels. Wenn jetzt hier noch ein Mann stirbt, hat er Glück, weil dann kommt ja ein neuer Mann mit vollem Leben dazu. So hat er halt ein komplett angeschlagenes Squad, hier das gleiche. Ja, jetzt hat er hier 3 Mann mit fast so gut wie gar keinem Leben gerettet, das ist natürlich doof. Oh ja, das sieht gut aus hier, Fuck-mäßig. Naja, nee. Schafft er nicht mehr. Außer das MG zieht nochmal durch. Der ein Glück hier, den Etappentrupp, ey. Mann, Mann, Mann. Aber immerhin, gut gehalten. Jetzt kommt der Heal. Okay. Produktionserweiterung abgeschlossen. T2 getecht. Wir sind fertig. So wie das hier aussieht. Man sieht sich mal die Truppen an. Bei den Gegnern sieht es nicht unbedingt besser aus. Aber ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass man jetzt bei den Amerikanern den Krankenwagen auch erst sehr spät ruft. Einfach weil es viel wichtigere Einheiten zu rufen gibt am Anfang. So, Lieutenant sehen wir. Standard, sag ich mal. Also AA Half-Track steht wieder zu erwarten. Wäre natürlich so eine Tieffliegerangriff nicht schlecht, aber der kommt ja sonst auch gut. Das ist natürlich das Blöde, wenn jetzt ein Half-Track kommt, der schießt ja hier alle sämtliche Flugzeuge vom Himmel. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein... Sind das alles nur sehr kurze Strafes, die sehr billig sind. Also, naja, schauen wir mal. Oh ja, da ist es schon, das Half-Track. Dieses Drecksteil. Total übertrieben stark ist meiner Ansicht nach. Ja, der ist jetzt hier leider nicht mit 1, sonst wäre die entsprechende Munition natürlich erst angebracht. T2 steht, Pack brauchen wir. Ohne Pack kann man jetzt hier nichts mehr machen eigentlich. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Noch sieht's nicht so gut aus. Die Pack dauert noch eine halbe Ewigkeit. Jetzt kommt wieder dieses typische Early-Game-Präsentation der Amerikaner, die hier am Anfang einen Haufen Map-Control sich erarbeiten. Aber das heißt nichts. Das heißt absolut gar nichts.
Jetzt kommt hier die Pack. Ja. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich ein 221 gewesen. Das kostet allerdings sehr, sehr viel Micro, das Ding nicht draufgehen zu lassen gegen so einen Half-Track. Wenn das aber von vorne attackiert, dann ist das Half-Track meistens hin. Hört man hier von vorne ran und dann schön rum. Naja, ihr kennt das. Ohne Pack ist ja dann doch eher stationär. Vier Kills hat es schon. MG! Wir haben den Kontakt zu einem Gebiet verloren. Pack. Boah, man kann ja noch nicht mal bis ran an das Ding, um überhaupt eine Panzerfaust zu werfen. Das Ding unterdrückt. Eine Panzerfaust. Naja. Der suppressed ja sogar noch. Jetzt ist die Pack da, sehr schön. Jetzt das Fahrzeug hin. Ja, das hat jetzt nicht mehr rausgekommen. Dafür war das Handling einfach das Micro zu schlecht. Er hätte seitlich rausziehen müssen Richtung Kirche. Dann hätte es geklappt. Aber so ist die Pack. Instant wird 1. Kann, wenn sie will, sogar noch auf das Haus schießen, wenn er wüsste, dass da eine Tappentrupp drin sitzt. Kriegsnebel verbirgt das natürlich. Aber noch kein fokussiert. Aber auf beiden Seiten glaube ich noch nicht. Also jetzt kann er die Pack draufballern. Oh. MG ist auch da. Das T2 wird gut ausgenutzt hier vom Sowjet. Ja, Quatsch, vom USF. Oh, schöner Fuck. Schöner Fuck. Uiuiui, spät rausgezogen. So, jetzt könnte man vielleicht noch über einen Half-Track nachdenken. Und da ist schon wieder das nächste Flak-Half-Track. Ob das so eine gute Idee ist, das Ding jetzt nochmal zu bringen. Das kostet ja ganz schön Sprit. Und wenn er sich das wieder fucken lässt. Oh, fuck. Grenadier weg. Also wenn er sich das Ding hier wieder fucken lässt, dann ja. Fürs Late Game fehlt dann jetzt entsprechender Sprit und auch für einen Tech auf einen Major oder einen Captain ist nicht mehr genug da. Zweite Pack wäre jetzt wohl noch eine Idee. Oder eben ein Fahrzeug. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Ah, sehr schön. Da hat er nichts zu melden hier. Da liegt sogar noch ein MG. Wenn man es richtig anstellt. Ah, jetzt kommt das Half-Track dahin. Und die Pack muss immer wieder hin und her gezogen werden. Und da ist schon das nächste. Oh mein Gott. Also das kann ich, denke ich, als Abusen bezeichnen. Als Vergewaltigung dieses Spiels. Ich meine, das Ding ist zwar schön und gut, aber spätestens nach dem zweiten sollte man aufhören. Wenn jetzt vom Deutschen irgendwann ein Fahrzeug kommt, ist Schluss. Dann kann und selbst ein Sherman nicht mehr gebracht werden. Hier ist Ground Attack. Und da ist es down. Hier mal raus aus dem Haus. Oh, falsche Seite geklickt. Und das war der Fuck. Leider nach hinten rausziehen müssen. Der hat, das Haus hat ja einen Hintereingang. Ach, das Ding kann jetzt sogar von den Grenadieren abgeräumt werden. Oh, 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 jetzt gibt's hier. Ah, das ist die nächste Pack, sehr schön. Das Ding ist auch weg, samt der Crew. Die hat da wohl einsteigen lassen gerade. Oh Gott, ich fass es nicht. Was ist das? Warum macht er das? Gut, die Pack ist weg, aber das ist jetzt, denke ich mal,
noch zu verkraften. Jetzt hier eine Faust. Ah ne, hat er keine Munition für. Was für ein Abusen. Unglaublich, und jetzt ist das Ding auf Wutsch. Wenn die Pack mal schießen würde. Was sie nicht tut. Zwei Packs down. Das ist natürlich ungünstig, wenn der schlau ist. Der Ami nimmt er die. Oh Gott, was macht der denn da? Na gut, er hat nur noch drei Leute. Wäre es natürlich ungünstig. Wo sind die ganzen Schützen? Hat er die alle sterben lassen? Oder? Oh. Sich die ganze Infanterie fucken lassen, während er beschäftigt war mit diesem Micro von dem Half-Track. Und da ist das. Ah ne, das ist das noch. Ja, jetzt hier Panzerfaust drauf, am Schluss ist. Da kann man doch jetzt ganz gut ganz froh sein, dass man hier diese, dass er diese Luftwaffe genommen hat. Vielleicht bringt das ja sowas. Eine Flak ist natürlich immer fragwürdig, ob das Flugzeug vorher nicht runtergeschossen wird, aber probieren kann man's. Ja, so ein fünftel CP fehlt noch. Ja, weniger. Oh mein Gott, was ist das? Das grenzt doch schon. Ich sag's jetzt lieber nicht. So, das ist echt totaler Blödsinn. So viel Half-Tracks zu bauen. Da hat einer den Sinn des Spiels nicht verstanden. Ist ja meistens so, dass die Leute es nicht schaffen, die die ganze Zeit immer nur meinen, oh, es gibt hier eine einzige starke Einheit im Spiel, so wie jetzt hier dieses Half-Track. Und dann baue ich das bis zum Abwinken. Dann kann der Gegner mir nichts. Jetzt hat er hier schon drei oder vier von den Dingern verloren. Und baut die immer noch. Und hat nichts gelernt aus der ganzen Sache. Jetzt kann man noch den Tieffliegerangriff nutzen. Ja, da kommt er auch schon. Und das Fahrzeug dürfte Geschichte sein. Oh, die Pack zieht er auch nicht zurück. So, das war jetzt ein Strafe für 90 Munition. Ganz schön heftig. Kaum noch Infanterie, nur zwei Trupps und diese blöden Half-Tracks hier. Nichts bringen, die immer wieder kaputt geschossen werden. Die Grenadiere sind ja mittlerweile auch schon Wett 3, das ist fleißig immer schön beschossen und beschossen werden und zurückschießen. Boah, so läuft das. Das könnte er sogar noch... Ne, das geht ja nicht mehr. Komm, sich zurück. Sehr schön. So viele Half-Tracks. Es ist nicht zu fassen. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Und wieder eine Pack. Oder was hat er? Ne, er hat noch einen Panzergrenn jetzt gebracht. Da kommt jetzt wahrscheinlich bald eine Schreck. Da kommen die nächsten Half-Tracks. Die beiden. Da steht schon die Pack. Zu einem Gebiet verloren. Wir haben unsere Verstärkung. Und er ist in Packreichweite. Neue Ressourcen verfügbar. Und check das. Ah, die Pack ist hängen geblieben. Sonst wäre das Ding jetzt Geschichte. Stehen unter dem Gebeschuss. Strafe. Ne, den hebt er sich auf für den Dicken hier. Schweres MG in Schussreichweite. Los, nimm die Pack mit. Und wieder Munition ausgegeben. Für irgendwas.
Panzerschreck. Jawohl. Sehr schön. Streckt euch mehr an. Der Feind hat eine Pack zerstört. Nicht gesehen. Der Feind versucht, übel. Sektor zu entreißen. Unter Beschuss. Aber er hat ja noch eine zweite Pack. Und hier die Schrecks. Da kommt schon die Pack. Stuka-Bomber aufgetanzt und abflugbereit. Oh man. Man sieht, man braucht mit dem Half-Track dann keine Infanterie mehr anscheinend. Aber ich meine, Captain kann das ja nicht. Eigentlich total nutzlos, was hier macht. Auf Dauer kann er das nicht durchhalten. Aber auch beim Deutschen gibt es einfach keinen Sprit. Wofür der hier die ganze Zeit verbraucht wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil 53 Sprit nur. Was hat denn Sprit gekostet? Er hat eigentlich nichts mit Sprit gebaut. So die zwei Gebäude. Wir werden angegriffen. Wer gibt uns Deckung? Aber er ist wahrscheinlich zu permanent abgeschnitten vom Sprit. Jetzt hier ist ein Major. Neue Panzerabwehrkanone eingetroffen. Immerhin, den hat... Oh Gott, was sollte das denn jetzt hier? Wie hirnlos war das denn? Oh, da kommt wieder eine Artillerie. Das Gebäude hier einzureißen. Oh, die Park, zieh doch die Park zurück, Junge. Sollen wir ein paar Panzer erledigen? Wir haben meinen Mann verloren. Da ist die nächste Park. Das Half-Track ist schon fast hin wieder. Das ist so knapp, ja. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Jetzt haben wir schon 20 Minuten fast rum in dem Spiel und es ist noch kein Panzer auf dem Schlachtfeld, weil die ganze Zeit nur dieses Half-Track zu bekämpfen ist. Interessant. Oh, das nächste Half-Track hin. Da kommt wohl ein Sherman. Ja. Hilft auch nichts gegen Pax. Oh, geht der jetzt hin? Oh, in die Kirche, ja. Gerade noch so rausgekommen mit dem MG. Der Feind erobert unser Gebiet. Wir sind in einer gefährlichen Situation. Wir haben nur noch 100 Punkte. Also das ist ein Spiel, das ist auch nicht... Das ist genau das, was es schon immer gab in diesem Spiel. Abuse, Abuse, Abuse. Vor dem Patch war es die M3. Dann die Jeeps. Kübelwagen. Wo Kübelwagen ist ja nicht so ein Abuse, weil er nichts aushält. Jetzt dieser Half-Tracks. Anscheinend hat der Ami-Spieler noch nicht gerafft, dass ein Sherman auch gegen eine Pack nichts ausgesetzt hat. Aber die Pack da oben, die steht ja die ganze Zeit nur sinnlos rum. Wo sind die Schrecktrupps? Dümpeln hier oben und Käppen rum. Oh, das war's mit der Pack. Aber er lässt sich die Packs hier auch zerschießen die ganze Zeit. Ach, er konvertiert hier die ganze Zeit den Treibstoff zur Munition. Und es gehört uns. Gebiet eingenommen. Vorrücken. Ah, so ein Panzer 4 oder ein Stuck. Das ist Panzerfeuer. So muss halt er mit Pax machen, die andauernd verliert. Jetzt kommt hier die Faust. Und das war's mit dem. Und er lässt sogar noch eine Schreck fallen.
Oh, Sherman. Schön. Down. Oh, da liegt noch eine Schreck. Und da oben liegt auch noch eine. Der Trupp hat sogar beide fallen lassen. Wie luxuriös. Und jetzt ran an den Punkt da oben. Komm, 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 den Cap-Punkt. Ja, was war? Warum nimmt er nicht den Cap-Punkt ein? Ich raff's nicht. Die Punkte schmelzen dahin. Oh nein, der Cap-Punkt wird... Also ich verstehe es nicht. Zieh, aber er will jetzt hier die... Okay, aber trotzdem. Einnehmen muss er da oben. Auf jeden Fall. Ja, macht er. Es ging ihm jetzt hier um die Schreck, dass sie da nicht in feindliche Hände fällt. Aber das kann ihm eigentlich auch egal sein, weil Fahrzeuge hat er eh nicht. Unten lebt noch ein Half-Track. Wir haben einen neuen Grenadiertrupp. Die Situation wird kritisch. Wir haben nur noch 50 Punkte. Hier zeigt sich aber auch so ein bisschen die Schwäche dieser Doktrin gegen die Amerikaner. Ist mal ganz gut zu sehen, dass hier mal so eine Doktrin zum Einsatz kommt, die man vorher vielleicht anders beurteilt habe. Also ich zumindest, zu Anfang des Spiels. Sie ist zwar nicht schlecht, aber sobald so ein Abuse hier kommt, kann er gar nichts mit anfangen. Er ist komplett in die Defensive gezwungen, der Wehrmachtsspieler. Muss die ganze Zeit Panzerabwehr bringen. Oh, sehr schön. Er muss die ganze Zeit Panzerabwehr bringen und kann deshalb keinen Sprit anhäufen für irgendwelche vernünftigen Aktionen. Und jetzt wird das Ganze für den Ami eigentlich eine Farce. Das ist nicht mehr zu gewinnen eigentlich jetzt. Ganz, ganz knapp. Ja, und da ist auch das GG vom Ami-Spielern. Das nehme ich mal sehr stark an. Zur Auswertung. Also, folgendes. Die Doktrin ist zwar schön und gut, aber wie ich bereits erwähnte, wenn hier ein Haufen Fahrzeuge kommen und man auf Pax umsteigen muss und sich dann die Pax auch noch der Reihe nach kaputt schießen lässt, und dann steht eine Pack da, die andere steht am anderen Ende des Spielfelds, also zumindest rein technisch gesehen. Ist da oben quasi nutzlos und hier kommt ein Sherman. Das bringt's nicht. Die Packs standen auch eine ganze Zeit lang immer rum, ohne aufgefrischt zu werden, ohne repariert zu werden. Und das macht's dem Gegner natürlich auch recht einfach mit seinen Half-Tracks. Allerdings, wie viele haben wir hier gesehen? 5 Stück mindestens. Das lohnt sich auf Dauer nicht, hier hätte es aber eben fast geklappt und das ist eigentlich kein schönes Spiel, wie ich finde. Ich meine, es ist zwar, kann effektiv sein, aber ist im Grunde eigentlich nicht, weil wenn der Gegner besser auf seine Packs achtet, dann kann der mit seinen Half-Tracks machen, was er will. Er kommt einfach nicht vorne an, da kann er noch so viele von den Dingern haben. Ja, dass ich dann später auch richtig entschieden und hat die Panzergrenadiere gebaut und die aufgerüstet mit der Faust, aber... So auf Dauer ist das halt keine Lösung, diese ganzen Half-Tracks zu bringen. Und es bezeichnet mal wieder das, was man immer wieder hat in diesem Spiel. Die Leute, die andauernd nur eine einzige Einheit spammen, die schaffen es eben nicht, das Spiel zu gewinnen. Weil meistens es ja gegen eine Einheit mehrere Konter gibt. Hier eben die Schrecks und die Packs und ein Fahrzeug, wenn man es bringen könnte. Mit einer anderen Doktrin zum Beispiel, hätte er jetzt hier mechanisierte Sturm genommen beispielsweise, wären die Packs auch da gewesen und er hätte einen Stuck gehabt und das Stuck hätte aus diesen Half-Tracks ja, Schrott gemacht innerhalb von ein paar Minuten und dann wäre das hier viel früher GG gewesen und er hätte auch noch eine Waffe gegen Infanterie gehabt. Aber durch diese Luftwaffe, die nichts beinhaltet, was man irgendwie rufen kann, also mit dem Puma wäre es natürlich auch gegangen, aber hier durch diese Luftwaffe, einmal haben wir diesen Tiefflieger-Angriff gesehen, der hat dieses Half-Track auch noch nicht mal zerstört, es war zwar fast tot, konnte dann durch einen normalen Grenadiertrupp noch gekillt werden, aber
Das ist nicht das, wofür es gut ist, ja. Also falsche Doktrinen, Doktrinenwahl viel zu früh. Da warte ich dann doch lieber ab und ich nehme halt auch lieber dann, vor allem wenn ich Wehrmacht spiele, eben eine Doktrin mit Fahrzeug. Gut, das war's von meiner Seite und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Erfolg auf dem Schlachtfeld. Ciao.